turn around, and around, yeah. Turn around, turn around. Das heißt Gladiator. Gladiator. Klingt gut, oder? Gebaut. Und es geht auch wirklich um Hauen. Also auf die Glocke hauen, auf die Mütze hauen und sich vor allen Dingen rauskicken, oder? Aus dem Ring. Let's get ready to rumble! Ja, nee, ne? Können wir da irgendwie Beton einfüllen oder so? Das ist auch mal das ist ja. Genau, ja, wir brauchen mal zwei Dachlatten. Ja, habt ihr Dachlatten? Die brauchen oder irgendwas aus Aluminium, das geht auch. Der geht taktisch vor, das sieht sehr gut aus. Ja. Das steht auf dem Feld. Vielen herzlichen Dank, da ist er nicht, da hinten ist er. Und zwar Reactive. Geiles Set, Kinder, richtig schön geknattert hier, aber volles Rohr. Und geknattert wird auch gleich weiter. Da ist er auch schon. Hahaha, ja, zu Hause wird geknattert, das sowieso. Aber es gibt noch ein Spiel, was noch offen ist, bevor wir zum großen Finale kommen. Und das heißt Gladiator. Gladiator. Klingt gut, oder? Jetzt wird er noch schnell verkabelt. Unser Reactive. Und dann geht's los. Dann gehen wir da hinten und zwar in den Käfig. In den Käfig. Kommt euch an. Dann geht's hallo, in den Käfig. Hallo. Hört man mich? Ja, mega. Geil. Ja, siehst du, so muss das sein. Danke, Chat, nochmal. Mega. Geile Nummer. Finde ich auch. Und wie gesagt, wir machen jetzt das letzte Spiel und dann kommen wir zum großen Finale. Und zwar mit allen DJs, die sich qualifiziert haben dafür, zum großen Showdown. Und dann heißt es wirklich hopp oder top, alles auf eine Karte. Wer gewinnt, wer holt den Pokal nach Hause? Wer wird sein? Rambazamba oder wir, die Gast-DJs? Seid gespannt. Wir gehen ganz kurz ab, gehen hinten in die Fight Arena und sind gleich für euch da. Programm, denke ich mal, an dieser Stelle. Und ihr seht schon unsere beiden Haudegen aufgebaut. Und es geht auch wirklich um Hauen. Also auf die Glocke hauen, auf die Mütze hauen und sich vor allen Dingen rauskicken, oder? Aus dem Ring? Ja, genau. Und ich heiz Danny natürlich ein. Hä? Why? Ja. Damit er es schafft, Reactive ihn runterzuhauen. Ja. Und wir haben uns ja abgesprochen, genau. Die haben so ein bisschen was reingefüllt, also nicht erschrecken, das klatscht gleich richtig, aber ist egal. Ja, ich merke das schon, hier Sand drin, Digga. So, und wie gesagt, Sinn und Zweck ist es, euch da rauszubuddern. Ich denke mal nicht ins Gesicht, gerade weil ihr Headsets um habt und wie auch immer, Brillenträger. Also versucht das irgendwie Oberkörper, Unterkörper, nicht in die Weichteile. Aber das kriegt ihr schon raus, denke ich mal, so bei den ersten Hieben. Ne? Also wer raustritt aus dem Ring, der ist draußen. Der ist draußen sozusagen, genau. Wie viele Runden machen wir? Ja, wir müssen erst mal gucken, wie gut die Jungs hier überhaupt am Start sind. Eine Runde. Ich habe eine Runde. Eine schmerzlose Runde. Eine schmerzlose Runde. Eieieiei. Eine Runde. Das geht ja. Mein lieber Herr gesagt, ihr seid startklar. Bis dahin hier. Moment. Let's get ready to rumble! Digga, da ist gar keine Luft drauf, Junge. Was ist das denn? Was ist das denn? Sag mal, ihr Mädchen. Also, ich habe eine Stunde Zeit zur Not. Werden die aufgeblasen? Aua. Digga, also, schon also erstmal. Werden die aufgeblasen? Wer hat die aufgepustet hier? Das ist nur Taktik von ihm hier. Ist ja gar nichts hier. Schieb ihn. Oh. Ja, es wird was. Ich schaffe es. Ja. Sag mal. Meiner kommt nicht mal an. Ich glaube, wir müssen die ein bisschen mehr aufpumpen hier. Ey! Oh, sie schenken sich nichts! Oh, nicht so das, Ding, das Ding ist gleich durch! Ey! Ja, komm zu, aber komm zu! Alles gut! Okay. Eieieiei! Kriegen wir das hier noch ein bisschen härter, ne? Können wir da irgendwie Beton einfüllen oder so? Das ist auch mal das ist ja. Das genau, wir brauchen mal zwei Dachlatten! Ja, habt ihr Dachlatten? Die brauchen oder irgendwas aus Aluminium, das geht auch! Ja, aber das ist jetzt. Schieb dich jetzt raus. Lass mich doch gewinnen. Ja, ist egal, bring her. Habt ihr das dann, gehört? Und dann bin ich im Finale. Habt ihr das gehört? Lass mich doch gewinnen, dann bin ich im Finale. Hört man mich auch? Ja. Ja, mich auch. Klar, wir sind voll drinnen. Ist geil, oder? Ist geil. Guck mal, die geben alles. Die geben alles. Da. Oha. Hier wird's kräftig eingescheckt. Alter Schwede. Eieiei. Der geht taktisch vor, das sieht sehr gut aus. Ja. Das steht auf dem Bild. Ja. Freunde, wird das hier gleich zu einem Show. Oh. Also da kommt richtig die Hardstyle-Wut in ihn vor. Reactive am Durchdrehen. Ja. Oha. Das, Danny greift. Da wollte er zu viel. Ich denke, das war eindeutig. Ja, das war okay, eindeutig. Okay. Gut, wir haben es auch gesehen, okay. Auch dieser Punkt geht an das Team Ramazamba. Ja, gerade so. Das Spiel feilen wir das nächste Mal noch ein bisschen aus. Okay, ja, wir werden hier Dachlatten reinbasteln. Das habe ich ja gesagt. Das macht ja keinen Sinn. Das muss ja wenig wehtun. Nächstes Mal eine echte Hanteln oder aber so. Aber geklatscht hat das auch gut. Ja, genau. Wir haben auch Hanteln. Das war auch eine Hantelstange. Ich habe mit Hantelstangen geübt, deswegen war nicht drauf vorbereitet. Aber gut gemacht, alles super. Alle haben sich tapfer geschlagen. Ja, das Nötige rausgehauen. Verdiente Siege. Na, war gut. Ja. Aber überhaupt kein Problem. Das heißt ja, die gehen rüber einfach ins Finale, oder? Ja.